das größte Waldgebiet Deutschlands. Ein paar Stunden haben gereicht, um es in weiten Teilen zu zerstören. Hügel und Täler des Sieger- und des Sauerlandes sind auch nach 10 Jahren noch gezeichnet von der Katastrophe. Orkanböen bis zu 200 Kilometer pro Stunde kosteten Menschenleben. Allein in Nordrhein-Westfalen sind an einem Tag 25 Millionen Bäume umgeknickt. Januar 2007. Schon der Morgen beginnt stürmisch. Erste Böen greifen nach allem, was nicht extra festgezurrt ist. Ich merkte, dass draußen sich wirklich auch was Großes tut. Ne? Allein schon diese Stimmung, die war schon sehr angespannt. Um 11 Uhr fliegen die ersten Dachteile. Es war so eine richtige Weltuntergangsstimmung, so wie ich sie eigentlich auch noch nie erlebt habe. Dauerregen in den Wäldern Siegen-Wittgensteins. Der Boden weicht durch. Und der Orkan nimmt Fahrt auf. Das Orkantief mit Namen Kyrill wird heute auch über Nordrhein-Westfalen hinwegziehen. Es soll der heftigste Sturm seit Jahren werden. Wir sollten am besten zu Hause bleiben wegen des erwarteten Orkantiefs. Wenn es eben geht, sollen wir heute Mittag nicht draußen rumlaufen. Der Sturm ist da über Nordrhein-Westfalen und er hat auch schon erste Schäden angerichtet. Der Höhepunkt des Sturms wird zwischen 16 und 23 Uhr erwartet. Schon 2, 3 Tage vorher begannen wir mit richtig detaillierten Warnungen, auch in der Größenordnung in Sachen Sturm, Orkanböen und all das, was dazugehört. Doch niemand kann sich vorstellen, was diese Warnungen bedeuten können. Im Forstamt Hilchenbach ist es noch ruhig. Uns war nicht klar, was wirklich passiert. Wir hatten ja auch Erfahrungen mit Stürmen und Orkanen und Wetterunbilden. Kyrill war im Vorfeld nicht erkennbar. Kyrill ist bereits der 5. große Sturm in 2 Monaten. Kyrill hatte sich entwickelt über Neufundland am 10., 11., 12. Januar durch wahnsinnige Temperaturunterschiede und ist dann förmlich über den Atlantik gesaust und kam dann zu uns nach Nordrhein-Westfalen. Und da ging es dann eben richtig los an diesem 18. Januar. Die Schulen sind durch die Bezirksregierung gewarnt. Auch die Bismarck-Schule in Burgsteinfurt im Münsterland. Es wurde morgens schon immer ein bisschen stärker, der Wind. Das ging dann so stark, dass man teilweise, oder zumindest die Kinder, die Außentüren schon nicht mehr aufkriegten. An diesem Tag werden die Kinder bereits nach der 4. Stunde nach Hause geschickt. Alles, was auf dem Schulhof war, war auch also nicht mehr ganz sicher. Insofern wusste man, oh, jetzt wird es wirklich ein bisschen eng. Ziegel fallen von den Dächern. Mittag sogar ein Schornstein in Siegen. Doch es werden noch viel größere Schäden befürchtet. Haben Sie denn nicht Angst um den Dom? Doch, heute habe ich Angst um den Dom. Nicht, dass er umfällt oder einstürzt, aber dass doch größere Teile abbrechen können. 13 Uhr. Das Zentrum des Orkans liegt noch über der südlichen Nordsee. Doch in Siegen, Dortmund und Wuppertal fallen schon die ersten Bäume. Es wurde also ernst. Und wir haben zum Beispiel die Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Den haben wir am späten Vormittag gesagt, fahrt nach Hause, aber schnell nach Hause. Als erstes trifft es die Lastwagen. Auf der A4 bei Düren wird ein LKW von einer Böe auf die Mittelplanke gedrückt. 5 Stunden brauchen die Helfer, um den LKW wieder auf die Räder zu bekommen. Doch die nächste Böe bläst ihn wieder um. In Düsseldorf sperrt die Polizei nach und nach alle Brücken. Ein LKW droht, von der Rheinkniebrücke geweht zu werden. Die Messstationen zeigen immer höhere Windgeschwindigkeiten. Spitzenreiter kommt auch nicht allzu oft vor. Düsseldorf, 144 Kilometer pro Stunde. Düsseldorf-Aachen ist die erste Streckensperrung der Deutschen Bahn. Äste auf den Gleisen machen jede Fahrt zum Sicherheitsrisiko. Also die richtigen ersten Anzeichen kamen dann späten Vormittag, Mittag, als dann auch die ersten Meldungen kamen über Strecken, die gesperrt wurden, meistens im ländlichen Raum. Da hat es angefangen, weil ja auch da mehr Wald war, Äste auf den Gleisen. Da dachte man noch, ja, es
kriegen wir schon in den Griff. Aber als dann auch hier die ersten Ziegel vom Dach fielen, haben wir gedacht, okay, da kommt mehr auf uns zu. Als das dann mittags wirklich richtig losging, dann wurden doch schon alle nervös und wir haben schon Telefonkonferenzen dann eingerichtet, uns gegenseitig informiert, was ist wo los, wo ist eine Strecke schon gesperrt worden, welche Strecken sind noch frei, was können wir tun. 850.000 Pendler wollen an diesem Tag noch mit der Bahn nach Hause. Polizei und Feuerwehr sind schon jetzt im Dauereinsatz. Viele Freiwillige wollen helfen, wie der langjährige Feuerwehrmann und Landwirt Robert Kückels aus Ratingen. Wenn man 40 Jahre bei der Feuerwehr war, man hat alles mitgemacht, da konnte man nicht anders. Das steckte noch drin. Kückels kennt die kritischen Punkte in seiner Region. Doch er ist schockiert, was er in seiner vertrauten Umgebung sehen muss. Baum neben Baum lag da, bis nach Ratingen hin. Und das Elend, was man da mitkriegte, die Kinder, die alten Leute, die waren am Schreien, jeder wollte nach Hause. Seit 2 Jahren ist er aus der Feuerwehr raus, pensioniert. Ich soll da zugucken? Nee, das war nicht mein Fall. Und als der Kollege ihn fragt, ob er mit dem Schlepper die Bäume von der Straße ziehen kann, ist er sofort dabei. In der Burgsteinfurter Bismarckschule sind gegen 16 Uhr schon fast alle Schüler abgeholt worden. Bis auf 2. Habe ich am Fenster in dem Hausmeisterraum gestanden und dann auf die Straße geguckt, um dann die Eltern zu empfangen. Da jagt Orkan Kyrill auf das Dach der Schule zu. Ja, das war ein Riesenkrach, war das halt. Ne? Und die großen Balken, die sind ja dann auch gegenüber ins Haus geflogen und teilweise senkrecht im Mauerwerk gestanden. Und oben saß ein Herr in seinem Bett. Der kam nicht mehr raus, weil die Bodentreppe, die Verbindungstreppe ins Treppenhaus war weggerissen auch. Also, dass da nichts passiert ist, war natürlich wie ein Wunder. In der Annette von Droste-Hülshoff-Schule in Bocholt haben die Schüler gerade das Gebäude verlassen, als das 400 Quadratmeter große Schuldach auf den Schulhof kracht. Auch Klassenräume sind zerstört. Und dann ist mein Mann zur Arbeit gefahren und rief nur ganz schnell zu Hause an und sagte, stell schnell eine Kerze auf und bete dafür, dass dein Sohn nicht in der Schule war. Weil die oberen Klassenräume, wo der Alexander Unterricht hat, sind ja völlig zerstört. Die meisten Menschen denken so, da steht ein Dach, jetzt kommt hier die Windböe und dann fliegt von hier das Dach weg. Das ist falsch. Die Windböe saust hier drüber, hier unten, hier hinten, wie beim Flugzeug, wenn es fliegt, entsteht ein Sog und hebt hier das Dach an. Das ist der Vorgang, der meistens passiert und dafür braucht es einfach sehr starke Böen. Die Lokführer sind angewiesen, langsam zu fahren. Mit 4.500 Kilometern hat Nordrhein-Westfalen das dichteste Streckennetz Deutschlands. Immer mehr Strecken müssen komplett gesperrt werden. Am Nachmittag zieht die Bahn die Reißleine. Nachmittags gegen 17 Uhr kam dann wirklich die Meldung von der Betriebszentrale, jetzt wird der Verkehr komplett eingestellt in Deutschland. Und da waren wir doch alle sehr gespannt, wie wir das jetzt auch hinkriegen können, um alle Reisenden auch unterbringen zu können. Was können wir tun? Hotelzüge an den Bahnhof stellen? Oder wo kriegen wir noch Hotelzimmer für die Reisenden? Also gerade Köln war natürlich sehr viel los, sind sehr viele Reisen gestrandet. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stellt die Bahn bundesweit den Verkehr ein. Millionen Menschen fahren täglich mit der Bahn. Jetzt wissen sie nur eins: Bis zum nächsten Morgen wird kein Zug mehr fahren. Die immer stärker werdenden Orkanböen haben jetzt auch den Kölner Dom erreicht. Noch ist dem mächtigen Bauwerk nichts passiert. Zwischendurch kommen hier Böen rein. Es ist unglaublich, die es einem wirklich von den Beinen reißt. Dicke Holzbalken haben diesen Brunnen in den Wochen des Weihnachtsmarktes geschützt. Die Verschalung ist noch nicht abmontiert. Überall fallen Bäume. Robert Kückels hilft der Feuerwehr in Ratingen mit seinem Schlepper. Hier stehen noch genau 2 Bäume. Alle anderen sind auf die Straße gefallen. Dann kommt plötzlich Bewegung in die Mannschaft. Der Feuerwehrkollege ließ die Motorsäge laufend stehen auf der Straße.
und lief um sein Leben nach hinten. Der Baum fängt erst mal langsam an zu kippen und dann geht's schnell. Die waren alle am Winken, ich sollte kommen und dann sah ich zufällig, wie die zwei Bäume kamen. Wenn ein Baum auf einen zufällt, würde ich sagen, kann man nur noch zur Seite gehen. Also man hat keine Chance, die Distanz von dem Baum wegzulaufen. Das sind immerhin 30 Meter. So bin ich quer über die Straße noch gespurtet auf meinen Schlepper hinten, habe mich unterm Dach festgehalten. Aber die Äste, die an dem Stamm waren, die packten in die Kabine und haben mich dann 5-6 Meter weit mit auf die Straße geschmissen. Dann lag ich zwischen den Stämmen, wollte mich hochdrücken, ich war noch bei vollem Bewusstsein, wollte mich hochdrücken und da ging gar nichts mehr. Robert Kückels kommt in die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik nach Duisburg. Es ist 18.15 Uhr, als in Wuppertal in der ganzen Stadt die Lichter ausgehen. Stromausfall. Zahlreiche Strommaster sind umgeknickt. Viele Städte und Gemeinden versinken im Düstern. Leitungen hängen unkontrolliert auf Häusern. Also kommen Sie doch hier hin! Und auch über den Straßen. Stopp! Mensch, fahren Sie hier vorne ran. Da ist Starkstrom da vorne. Ja. WDR 2. Waldbauer Elmar Gilsbach ist noch am späten Nachmittag geschäftlich unterwegs. Du musst sehen, dass du nach Hause kommst, denn aus dem Radio tönt immer, fahren Sie nach Hause, verlassen Sie das Haus nicht mehr. Wenn es eben geht, sollen wir heute Mittag nicht draußen rumlaufen oder mit dem Auto unterwegs sein. Lassen Sie die Kinder drin. Und bin dann nach Hause gefahren und dann merkte ich, dass der Sturm, der Wind immer heftiger, immer stärker wurde. Und waren wirklich so, schätze ich, 10 Minuten zu Hause. Der Wind nahm rasant zu. Und dann war aber auch schlagartig der Strom weg. Wir saßen hier völlig im Stockdustern. Es regnete ganz heftig. Also das kam wirklich von jetzt auf gleich alles. Und die Kinder, 3, ziemlich klein noch. Konstantin hielt sich die Ohren zu, weil der hatte wirklich richtig Angst. Ich war überhaupt nicht zu irgendwas fähig, was anderes hier im Haus zu machen. Abendbrot hatten wir auch nicht gemacht. Wir waren wirklich schon auf der Hut, was kommt da jetzt? Und wenn jetzt der Wind sehr stark ist und irgendwie zum Beispiel durch Täler durch muss, dann wird er ja da reingezwungen. Aber die gleiche Luftmasse muss ja irgendwie durch. Das geht aber nur, wenn sie das schneller tut. Das heißt, in Engstellen, da wird der Wind noch mal beschleunigt. Wenn zufällig verschiedene Böen aus auch mal verschiedenen Richtungen, leicht nur die Unterschiede, aber zusammenprallen, wird der Wind nochmals verstärkt. Oberkirchen liegt im Tal. Das Haus unterhalb zweier Wälder. Das Schlimmste war wirklich, dass man nicht sah, was draußen geschah. Und man hörte nur dieses heftige Krachen. Knicken der Bäume von allen Seiten. 19.03 Uhr. Am Dom wird Alarm gegeben. Ich bekam einen Anruf. Der Dom ist auf euer Museum gefallen. Es war nicht der Dom. Es waren nur die Balken, die übrig geblieben waren vom Weihnachtsmarkt. Und Kyrill hatte diese richtig schweren Balken durch unsere Fenster auf das Dionysos-Mosaik geweht. Das bedeutendste und teuerste Objekt des ganzen Museums, das Dionysos-Mosaik aus dem 3. Jahrhundert. 1600 Jahre konnten ihm nichts anhaben. Kyrill braucht nur wenige Sekunden. Eins der Fenster war komplett mit Rahmen auf das Mosaik gefallen und das vom anderen, das andere war durchstoßen. Da lag ein riesiger Scherbenhaufen, tausende von kleinsten Splitterchen Glas auf dem Mosaik. Man sah vom Mosaik eigentlich gar nichts. Das dritte Fenster, das hing schräg. Und wir hatten schreckliche Angst, dass das auch noch fällt. Dauereinsatz auch in der Einsatzzentrale der Feuerwehr im Kreis Siegen. Landrat Paul Breuer muss die Entscheidung treffen, ob der Katastrophenfall ausgelöst wird. Mehr als 1000 Kräfte sind schon im Einsatz, aber es reicht nicht. Dann will er zu Hause nach dem Rechten sehen. Die 5 Kilometer fährt man jeden Tag, aber die waren schwer, weil man überall ausweichen musste. Mülltonnen flogen durch die Luft und quer über die Straße. Und dann habe ich um 19.21 Uhr die Entscheidung getroffen.
und komme dann zu Hause ins Haus. Unsere jüngere Tochter war damals 13. Und ich sage, ich habe morgen schulfrei. Wie? Weißt du es genau? Ja, sage ich, weiß ich genau, haben wir eben entschieden. Es ist 20 Uhr. Im wenige Kilometer entfernten Olpe. Ein Notruf bei der Feuerwehr meldet einen Linienbus in großen Schwierigkeiten. Wir bekamen den Einsatzauftrag durch die Kreisleitstelle. Und da war dann halt schon der Hinweis, dass es sich um einen noch besetzten Linienbus handeln sollte, der zwischen den umgestürzten Bäumen in einem Waldstück dann auch eingeschlossen war. Unterwegs werden die fallenden Bäume auch für die Retter zur Gefahr. Wir kamen vor dem Baum an, sahen dahinter den Linienbus stehen. Das war eine richtig mächtige Fichte vor uns. Ziel war es natürlich, die Personen schnellstmöglich auch aus diesem Bus herauszuholen. War Gott sei Dank nur ein Fahrer drin und ein aber älterer gehbehinderter Mann. Dann haben wir die aus dem Bus raus, weil auch da drohten Bäume drauf zu stürzen. Aber da fielen schon die Fichten hinter uns. Das Problem war, dass mittlerweile das erste Einsatzfahrzeug ja auch eingeschlossen war. Wir kamen nicht mehr vorwärts und nicht mehr rückwärts. Wir hatten Funkkontakt, der aber zwischenzeitlich auch mal abgebrochen war. Sodass wir uns noch entschieden haben, weitere Kräfte dorthin zu entsenden. Die Einsatzgruppe hat nur eine Chance. Zusammen mit dem Fahrgast und dem Fahrer müssen sie eine Lichtung finden, um sich vor den stürzenden Bäumen in Sicherheit zu bringen. Das kommt einem vor wie einen ganz schlechten Horrorfilm. Man weiß nicht, was passiert. Man hört einen dumpfen Schlag. Man muss damit rechnen, dass ein Baum von hinten kommt, von vorne kommt, von allen Seiten kommt. Man kriegt richtig Angst. Also das war schon irgendwo ein Endzeitszenario. Ja. Im ganzen Land sind die Feuerwehrleute damit beschäftigt, Straßen oder Autos freizuräumen. Ein gefährlicher Job. In Tönnisforst wird ein Feuerwehrmann von einer Pappel erschlagen. In Höxter kracht ein Baum in die Fahrerkabine eines besetzten Feuerwehrwagens. Ich sagte ihm, er soll da gerade weg, weil direkt über ihm halt mehrere Bäume knacken. Ja. Und dann in dem Moment, wo ich sagte, er sollte da weg, kam der erste Baum runter und knallte ihm auf die Motorhaube. So, und dann ungefähr, das war vielleicht 10 Sekunden, 15 Sekunden später, kam der nächste Baum runter und knallte ihm dann hinten aufs Auto. In Lippstadt wird eine Frau in ihrem Auto erschlagen. In Essen ein Motorradfahrer. In Nordrhein-Westfalen kommen an diesem Tag 6 Menschen durch den Sturm zu Tode. Die Böen sind regional sehr unterschiedlich. Und nun gibt es einzelne Böen, die heftig sind und man weiß nie, wo die sich im Land aufhalten. Häufig habe ich aus dem Fenster geguckt, um die großen alten Bäume vorm Haus zu beobachten, ob die noch dem Sturm standhalten. Zahllose Häuser werden in dieser Nacht durch umstürzende Bäume zerstört. Und dieser Wind, dieser enorme Wind, man traute sich nachher wirklich nicht mehr raus. Mein Mann versuchte draußen immer irgendwie rumzuleuchten, um zu gucken, ob der Baum noch steht. Und ich hatte wirklich Sorge, dass er wohl hoffentlich gleich wieder reinkommt. Ich bin dann, hab mich noch mit einem Bekannten ins Auto gesetzt, bin die B236 Richtung unserem Wald gefahren. Und schon nach 2 Kilometer ging gar nichts mehr, war die Straße zu. Ganz ehrlich, niemand würde in so einer Situation freiwillig in den Wald gehen. Es geht auch um das eigene Leben. Wenn man nah an einem Baum gestanden hat, der oben in Bewegung gerät und die Wurzeln langsam aus dem Boden sich bewegen, dann wird einem schon etwas anders. In den dichten Nadeln fängt sich der Wind und drückt die Fichten in Schräglage. Durch den anhaltenden Regen ist der Boden völlig durchweicht. Fichten sind Flachwurzler, ihre Wurzeln gehen nur in die Breite. In dem schlammigen Boden haben sie kaum mehr Halt und kippen samt der Erde im Wurzelballen um. Fällt die erste, reißen sich die Bäume gegenseitig nieder. Dominoeffekt. Das Krankenhaus Klostergrafschaft im Sauerland. Hier unterzieht sich Waldbauer Friedrich Stehling gerade einer 2-tägigen Allergiebehandlung. Doch dann kommt der Sturm. Die einzige Straße zum Krankenhaus ist blockiert mit Bäumen. Das war nicht vorhersehbar für mich. Sonst wäre ich garantiert nicht gegangen. Ich konnte die Familie nicht und den Hof nicht allein lassen. Nun sitzt seine Frau mit den 3 Kindern und den Tieren alleine im Sturm. Dann fällt auch noch der Strom aus.
Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Das berührt einen einfach und das lässt einen auch nicht einfach so dran herleben. Das geht nicht. Und kein Kontakt mit der Familie, keine Ahnung, was zu Hause los ist. Der Strom war ja ausgefallen, ziemlich früh. Und da war auch der Handymast ausgefallen und da ging gar nichts. Das macht einen verrückt. Ich da hinten und die hier, wir waren ja nicht weit auseinander, das sind 25 Kilometer. Normalerweise setzt man sich ins Auto, ist eine halbe Stunde zu Hause. Aber ging gar nicht mehr. Keine Informationen. Keine Bahn fährt mehr. Düsseldorf stellt Betten auf. Münster öffnet den Bunker für den Katastrophenfall unter dem Bahnhof. In den stehenden Zügen werden Decken verteilt. Als in Duisburg Teile vom Dach auf die Züge fallen, müssen alle raus aus den Wagen. Am Kölner Hauptbahnhof verteilt die Bahn Gutscheine für die Heimfahrt mit dem Taxi. Fahrgäste, bitte tun Sie sich zu viermal zusammen in eine Richtung, dann bekommen Sie einen Taxi-Gutschein. Reisen der Richtung Wuppertal über Hilden, Solingen, Olex, Solingen Hauptbahnhof. Keiner weiß, wie es am nächsten Morgen weitergeht. Es ging ja kein Radio, kein Fernsehen, gar nichts. Und wir konnten merken dann eben, dass wir auch kein Telefon hatten. Das fand ich auch persönlich ziemlich schlimm, weil ich auch hören wollte, ob andere hier aus dem Dorf auch schon zu Hause waren. Ich bin dann mal ins Auto geschlichen, hab Radio gehört, um mitzubekommen, was alles passiert war und wo. Der Höhepunkt des Orkans und der ergiebigen Regenfälle ist überschritten. In Spitzenböen werden noch 90 bis 110, im Bergland um 130 Kilometer in der Stunde erreicht. Nach Mitternacht schwächt sich der Orkan ab. Man sah auch wirklich keinen mehr auf der Straße. Es war wirklich Totenstille, bis auf nachher wirklich dieses Knacken. Also man hörte richtig diese Wucht des Windes durch dieses Knacken der Bäume. Ne? Ich war einfach nur froh, mit der Familie zu Hause zu sein. Wie so eine kleine Festung. Nach langen Stunden gibt es für die Feuerwehrleute im Wald bei Olpe Hoffnung. Der Sturm ist weitergezogen. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Man konnte die Blaulichter sehen, circa einen Kilometer. Aber dieser Kilometer, dann sah man, wie langsam die vorwärts kamen. Also sie mussten ja praktisch die gesamte Straße von Bäumen befreien. So wie hier sieht es im ganzen Sauer- und Siegerland aus. Tausende von Feuerwehrleuten sind im Einsatz. Für den Kilometer haben die sicherlich anderthalb, zwei Stunden gebraucht. Die Verstärkung holt sie mit den Buspassagieren aus dem Wald. Endlich kommt Rettung. Ja, hat doch lange gebraucht. Da war auch ganz schön steil hier. Dieser Bruch der Bäume, als das schon mal weg war und es nachher still war und der Sturm nachließ, dann war man schon aufgrund dessen beruhigter. Um 1 Uhr ist plötzlich Stille. Marie-Therese Stehling schaut noch in der Nacht nach den Tieren im Stall. Das vergesse ich auch nicht, die ist nachts um 1:30 aus dem Haus gegangen, war totenstille. Kein Sturm mehr, kein gar nichts mehr. Und das hat mich auch schon sehr berührt. Das Haus ist in Ordnung. Aber ihr Kapital ist der Wald. Es wusste ja noch keiner, wie viel war. Aber mir war bewusst und klar, dass viel umgekippt sein musste. Denn für mich war das der dritte Sturm, den ich in meiner Lebenszeit erlebt habe. Und er weiß genau, was jetzt zu tun ist. Und auf einmal merkte ich, dass mein Mann gar nicht mehr mit hier oben in den Etagen war, sondern unten im Büro. Hab mir sofort einen Plan noch in der Nacht da angelegt und gefertigt. Und um den anderen Tag das alles gleich dingfest zu machen. Dass er jetzt sofort tätig werden will, das wusste ich nicht. Er war nur auf einmal verschwunden und dann ahnte ich schon, dass er versucht, was zu regeln,
was jetzt zu regeln war, weil die Telefonleitung ging ja auch nicht mehr. Und, aber er hat sich, glaube ich, genug Notizen und alles Mögliche gemacht und war damit auch wirklich dann noch den ganzen Abend und bis in die Nacht beschäftigt. Wir hatten die Autobahn gesperrt. A45, die Sauerlandlinie. Eine Strecke mit besonders vielen Brücken. Eine Falle, nicht nur für Lastwagen. In der Nacht ist dann auf der Autobahn noch ein Baby geboren worden, das Grillbaby. Wir haben gesagt, natürlich Autobahn, das Leben steht an erster Stelle. Und haben dann Sanitätskräfte auf die Autobahn geschickt. Und unter anderem ist dann das Auto gefunden worden, in dem eben dieses Baby dann zur Welt kam oder in der Klinik richtig zur Welt kam. Eine Tschechin auf der Durchreise, die mit Blaulicht nach Siegen gebracht wird und um 2.30 Uhr ihr Kind zur Welt bringt. So geht die Nacht zu Ende. Der nächste Morgen in Oberkirchen. Bis an die Häuser liegen die Bäume. Weil man konnte es nicht glauben. Also da, wo vorher Fichten standen, Meter hoch, war alles weg. Es war alles frei, es lag alles auf dem Boden. Es war wie nach einem, ja, Bombenangriff. Ich musste auch wirklich weinen, weil ich liebe das Sauerland ja von klein auf. Und für mich waren diese Fichtenwälder so das Typische fürs Sauerland. Und es war alles frei. Die Orkanböen haben riesige Schneisen in die Wälder geschlagen. Allein in Nordrhein-Westfalen fallen 25 Millionen Bäume. Als man dann nachher da hochkam, das war fürchterlich, der Anblick, ehrlich. Also den vergisst man auch nicht so schnell. Mit jedem Höhenmeter hat der Sturm schlimmer gewütet. Der Wind nimmt naturgemäß mit der Höhe schon zu. Das ist klar, weil am Boden natürlich ein Reibungseffekt grundsätzlich stattfindet. Der nimmt in der Höhe mehr und mehr ab. Das führt dazu, dass die Windgeschwindigkeit im Grunde genommen im Durchschnitt von Bodenhöhe bis etwa 1000 Meter sich etwa verdoppelt. Endlich kann Friedrich Stehling aus dem Krankenhaus. Und als ich sonntags nach Hause fuhr, dann sah man überall die ganzen Bäume liegen. Es sind auch seine Bäume. Dass wir nicht unverschont blieben, das war mir klar. Aber die Hoffnung bleibt, dass der ein oder andere Bestand stehen geblieben wäre. Aber die Hoffnung trügte. Rund um Oberkirchen besitzt Elmar Gilsbach 260 Hektar Wald. Bestimmt 70%, 80% lagen am Boden von dem, was wir hatten. Spontan im Kopf habe ich gedacht, Mensch, da liegen ja über 12.000, 13.000 Festmeter, die liegen da. Und man lebt ja von dem Wald, von den Erzeugnissen, was früher mal angepflanzt worden ist. Das geht ja über Generationen, wird sowas hier aufgebaut. Ich habe das von meinen Eltern geerbt. Ältere Bestände, die mein Großvater schon angelegt hat. 80, 90, 95 Jahre. Und dann bricht plötzlich irgendwas zusammen und dann fehlt ja eine Generation. 80 Jahre dauert es, bis neue Bäume wieder groß sind. Das, was der Hof in Bestwig-Berla erwirtschaftet, reicht nun nicht für die Kinder. Wir haben jetzt eine gute Berufsausbildung alle. Das haben die eine gewisse Sicherheit, aber für den Hof als solches ist die Sicherheit weg. 60 Hektar Wald. Die sogenannte Sparkasse des Waldbauern. Wenn er Geld braucht, geht er in den Wald und schlägt ein paar Bäume. Nun gibt es die nicht mehr. Dies war einst sein Wald. Vor Kyrill. Wir haben die Mengen Holz, die wir haben, für, ich sage immer, ganz kleines Geld weggetan. Jeder hat Angst, sein Holz weit unter Wert verkaufen zu müssen. Die Waldbesitzer gehen zu ihren Forstleuten, die auch sonst ihr Holz verkaufen. Das war schon eine Ausnahmesituation. Sehr viel Betroffenheit. Es überschlug sich alles. Wir hatten Tausende von Waldbesitzern, die sich meldeten über die Försterinnen und Förster. Oder auch im Forstamt. Da stand ich bei einem Waldbesitzer, der heulte wie Rotz und Wasser und sagte, diese Sparkasse, die ich hatte, das ist weg. Das habe ich nicht mehr. Und was mache ich jetzt? Also das ging auch an den Nieren. Viele Straßen sind blockiert. Zwei Drittel der Strecken im Sauerland und Siegerland sind noch gar nicht passierbar. Und das auch noch in den nächsten Tagen.
Allein die Bestandsaufnahme ist ein riesiges Problem. Und man hat ja vorher oder bei ersten Aufnahmen oft auch nur vor eine grüne Wand geguckt und konnte gar nicht sagen, ist der Einflussbereich jetzt noch 100 Meter danach, 200 Meter oder gar weiter. Zu den Aufräumarbeiten kommt noch der Katastrophentourismus. Eine Strecke, in dem in 2,50 Meter Höhe ein Stamm über die Fahrbahn lag, muss eine junge Frau unter dem Stamm parkend angehalten haben, um zu fragen, was denn los sei. Es ist natürlich so, wenn Sie jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können, weil Sie auch gar nicht reinkommen, dann müssen Sie sehen, wie verschaffe ich mir denn einen Überblick über die Katastrophe. Wie Streichhölzer liegen die Bäume am Boden. Was Kyrill in wenigen Stunden angerichtet hat, sehen die Förster aus dem Hubschrauber. Die waren sprachlos. Die haben gesagt, sowas haben wir noch nicht gesehen. Das war natürlich auch für die erstmal ein Schock, der verarbeitet werden musste. In Siegen-Wittgenstein fiel in einer Nacht so viel Holz, wie sonst in 3 Jahren in ganz Nordrhein-Westfalen verarbeitet wird. Man kann sich das vielleicht als Städter nur so vorstellen, dass man durch eine Straße fährt, wo gerade alle Häuser abgerissen wurden. Dann weiß man auch gar nicht, in welcher Straße man sich befindet. Und so ist es uns als Förstern auch gegangen. Wir fuhren durch den Wald und erkannten unseren eigenen Wald, den wir tagtäglich gepflegt haben, wo wir jeden Tag möglicherweise durchgefahren sind, erkannten wir nicht mehr wieder und wir haben uns verfahren. Nach der Bestandsaufnahme ging das im Grunde genommen, dass am zweiten Tag nach dem Sturm hier 3 riesige Container vor dem Forstamt standen. Die hatten längst über ihr Netzwerk erkundet, hier unten hat es gebrennt, hin. Und wir hatten in der Hochphase ungefähr 260 Unternehmer und Unternehmerinnen. Aus Israel, aus Polen, aus Helsinki, aus Schweden, aus Rumänien, aus Bulgarien. Wir haben eine Reihe von Dolmetschern einstellen müssen, um überhaupt mitzuteilen, worum geht's jetzt hier. Da wurde ja alles, da wurden Maschinen rangekarrt, überall, da wurde alles verkauft, da kriegten sie keine Seilwinde, keinen Trecker, keinen Harvester mehr. Es war Goldgräberstimmung. Viele wollten natürlich auch an diesem Orkan Kyrill Geld verdienen, haben sie ja auch. Und wir mussten das kanalisieren. Harvester sind schnell ausgebucht. Doch ohne diese Spezialmaschinen haben die Arbeiter keine Chance. Sie können sowohl am Steilhang arbeiten, als auch mit ihrem langen Arm die Bäume gefahrlos aus dem Dickicht ziehen. Noch in der Luft werden die Stämme per elektronischer Steuerung aufbereitet. Der Waldarbeiter sitzt geschützt in seiner Kabine und muss die unter Spannung stehenden Bäume nicht fürchten. Aber wir wussten aus den Jahren davor, Wiebke, Vivien, das war in den 90ern, Anfang der 90er Jahre, da gab es in der Bundesrepublik, ich glaube, 40, 45 Todesfälle. Ganz, ganz schlimm. Die Aufräumarbeiten nach Kyrill dauern 2 Jahre. Dabei kommt es zu 700 Unfällen und 6 Menschen sterben. Dann schneidet man und dann reißt so ein Baum auch schon mal längs und schnellt in die Höhe. Wenn man da gerade seinen Kopf dazwischen hat, dann hat man Pech gehabt. Die Waldbesitzer haben es eilig. Sie fürchten bei der lauen Witterung den Borkenkäfer, der das Holz wertlos machen könnte. Außerdem droht der Preisverfall. Daher wollen sie es möglichst schnell verkaufen. Die LKW fuhren fast im Minutentakt rauf und runter, immer zu. Was für uns interessant war, waren die großen LKWs, die aus Finnland kamen, auch in Finnland angemeldet waren, die dann im Anfang sehr vollgeladen wurden, bis das sie erwischt wurden wegen Überladung. Und wenn Sie dann sehr genaue Polizisten haben, dann sind Sie möglicherweise in der Gefahr, dass das Holz nicht wegkommt, weil der Polizist nun feststellt, der muss erstmal gewogen werden. Schnell will man die lokalen Sägewerke beliefern, solange die noch etwas annehmen können. Die altbewährten Absatzwege stehen plötzlich in Frage. Waldbesitzer, die gesagt haben, so, wir haben euch immer 1000 Festmeter geliefert, die haben dann gesagt, so, dieses Jahr musst du 10.000 nehmen. Und das nicht einer, sondern 50. Und jeder hat gesagt, ich habe doch mein Holz immer nur an dich verkauft.
du musst mir doch jetzt helfen. Also für Waldbesitzer war das eine Riesenkatastrophe. Und wir haben Lieferanten gehabt, die haben praktisch ihr gesamtes Vermögen in dieser Nacht verloren. Der Holzpreis sinkt aufgrund der außergewöhnlichen Menge immer weiter. Unsere Kunden haben dann einfach nicht mehr bestellt. Dann bekommen sie auf einmal am nächsten Tag keinen Auftrag mehr. Sie sind aber auf der anderen Seite, haben sie auch Zusagen gemacht beim Holz. Aber sie haben keinen mehr, der es nimmt. Dann müssen sie einfach international gucken, wo kann ich hinliefern. Und wir haben in der Phase, also nach Kyrill, auch Exportquoten gehabt zwischen 40% und 45%. Wir haben jetzt noch eine von 6%. Auch das Forstamt Hilchenbach verkauft an Abnehmer in die ganze Welt. Asien, Afrika. Märkte und Summen, die man bis dahin nie für möglich gehalten hätte. Es lagen hier Rechnungen vor, wo wir nicht wussten, machen die Waldbesitzer da mit, in sechsstelliger Höhe, wo wir gegenzeichnen mussten. Und da habe ich mich mit Herrn Gerz schon heftig gewickelt nach dem Motto, was machen wir hier für wen? Also da können Sie nicht lange nachfragen. Wen wollen Sie da fragen? Da müssen Sie handeln. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie solche Verträge unterschreiben, wo mehrere Millionen im Hintergrund stehen, da wird Ihnen schon Angst und Bange. Aber wenn Sie die Angst zeigen, können Sie kein Holz mehr verkaufen. Also müssen Sie ein wenig Mut haben und ein bisschen schauspielern. Und wir haben natürlich auch Dinge geöffnet, die sehr spektakulär waren. Ne? Wir mussten einer Kreisbahn klar machen, dass es möglich ist, neben einem Gleis einen Forstweg innerhalb weniger Tage zu bauen. Und die Laternen und die Rampen, die da waren, wegzumachen, damit die LKWs an die Züge ran konnten und wir das Holz abfließen lassen konnten. Ja, da muss man schon mal unkonventionelle Wege gehen. Man muss mal gucken, wo könnte denn ein LKW fahren? Wo stört was? Wo steht ein Prellbock, den man nicht gebrauchen kann? Und dann gibt es so eine Nacht- und Nebelaktion, die man dann abstimmt mit den Verantwortlichen. Und dann werden einfach Lösungen geschaffen, wo man vielleicht in Friedenszeiten Monate der Genehmigung für braucht. Wir haben es tatsächlich hier geschafft, ohne eine Reklamation 2,5 Millionen Festmeter Holz aus dem Kreisgebiet rauszuschaffen. 100.000 Festmeter Holz verlassen Tag für Tag die Region. Damit sind aber noch lange nicht alle Bäume raus. Viele stehen wackelig und müssen noch gefällt werden. Andere stehen unter Spannung. Der Wald mit seinen vielen Wanderwegen bleibt vorerst gesperrt. Also es gibt tatsächlich Leute, das haben wir festgestellt, die über die Stämme steigen, einfach mal möglichst weit in diese Sturmfläche hineinzukommen, geraten dann aber in Situationen, wo sie nicht mehr wissen, wie sie zurückkommen, weil der Weg ist nicht mehr ersichtlich. Die Touristenregion Sauerland hat sich verändert. Wanderwege und Landschaften sind zerstört. Der Wald ist lebensgefährlich. Bis man nachher schon das Holz weg hatte, dann sah es ja trotzdem immer noch nicht schön aus. Nicht so, wie man das Sauerland kannte. Ne? Es war eben das ganze Holz weg, es standen nur Baumstümpfe da. Es war alles kahl, es war alles brauner Boden, es war kein Grün irgendwie zu sehen. Das größte Waldgebiet Deutschlands. Einfach abrasiert. Ein Schaden von 1,5 Milliarden Euro. Was passiert jetzt, wenn wir fertig sind? Wie wird dieser neue Wald aussehen? In der Sturmnacht wurden schon Kontrakte mit Baumschulen gemacht. Viele Waldbauern setzen auf große Weihnachtsbaumplantagen, um nicht 80 Jahre auf die nächsten Einnahmen warten zu müssen. Elmar Gilsbach will keine Fichtenmonokultur mehr, sondern einen Mischwald, wo sich die Bäume gegenseitig schützen können. Wir haben noch ein bisschen Fichte, aber überwiegend Douglasie, Küstentanne, Weißtanne. Baumstümpfe, Wurzelballen und zersplitterte Stämme. Die Folgen des Orkans Kyrill werden noch lange spürbar und sichtbar bleiben. Ich persönlich habe gesagt, wir müssen, glaube ich, so einen Pfad hier installieren. So ein gewisses Mahnmal. Gedenken an Kyrill. Aber auch aus Neugierde kommen jedes Jahr 1 Million Touristen zu dem Naturdenkmal in Schmallenberg-Schanze.
Mit dem Kurilfahrt wollen wir den Menschen die Möglichkeit bieten, auf legale Weise in eine Sturmfläche hineinzuschauen. Wie sieht denn eine Fläche von innen eigentlich aus? Man muss sich anders bewegen und man hat mal einen Einblick, dass so ein Sturm tatsächlich eine Gefahr darstellt. Und man kann natürlich rückblickend durch die Art des Schadens bei den Bäumen, wo man ja sieht, was passiert ist, auch rausfinden, dass wohl im Sauerland durchaus Böen gehabt haben muss, die 180 bis 200 Kilometer pro Stunde schnell gewesen sind. Es kamen natürlich auch viele Menschen, um sich das Ganze hier vor Ort anzuschauen. Und man konnte es auch wirklich nur begreifen, wenn man hier vor Ort war. Natürlich regt das den Tourismus an hier in der Region. Das ist ein Event, dass da ganze Bestände umgefallen sind. Also riesige Flächen von mehreren Fußballfeldern Größe, das war schon schockierend. Jeder hat seine Geschichte zu erzählen und muss sehen, wie sein Leben nach der Katastrophe weitergeht. Im Nachhinein hat man natürlich gehört, die mich besucht hatten, im Krankenhaus die ersten Wochen, Monate, die hatten nicht damit gerechnet, dass ich noch mal nach Hause komme. Ja. Ein Jahr lag er im Krankenhaus, querschnittsgelähmt nach seinem Einsatz im Orkan. Ich habe trotzdem Freude am Leben. Ja. Und ich gucke nach vorne. Und dadurch habe ich auch wieder den Lebensmut und die Lebensqualität. Und er hat einen Sohn, ganz der Vater. Nachts um 23:30, da geht das Telefon. Und dann war der Junior dran und sagt, Papa, was meinst du, wo ich bin? Ja, ich sag, entweder beim Uli oder beim Günther an der Kneipe. Nee, sagte, wir haben hier Sturm Ela. Ich bin auf dem Trecker und bin wieder am Holzrücken, ja. Die beiden Söhne von Friedrich Stehling mussten sich umorientieren. Nun hat er einen Zimmermann und einen Elektriker in der Familie. Die nachfolgende Generation soll aber wieder vom Wald leben können. Es ist ungefähr so wie in den Erdbebengebieten. Die Leute bauen ihr Haus ja selber auch wieder auf. Wir müssen unseren Wald auch wieder aufbauen. Elmar Gilsbach hat wieder aufgebaut. Doch ernten werden frühestens seine Enkel. Also muss man jetzt ja sehen, dass man diese Lücke irgendwann wieder gestopft kriegt, dass man die Familie woanders mit ernähren kann, möglichst im Zusammenhang mit Wald. Und daraufhin haben wir uns auch spezialisiert, diese Baumarten da, klimaresistente Baumarten anzubauen. Zum Beispiel Douglasien. Sie wurzeln tiefer als Fichten, halten sich besser im Boden. Denn Kyrill wird mit Sicherheit nicht der letzte Sturm gewesen sein. Wer auch immer dahinter steckt, er hat nur ein bisschen mit uns gespielt. Also es war für die Natur nur ein Wimpernschlag. Für uns draußen Betroffene war es eine Riesenkatastrophe und auch für viele Familien war es eine Riesenkatastrophe. Aber uns wurde ein bisschen aufgezeigt, hallo, ist das alles in Ordnung, was wir da draußen tun mit der Natur, mit der Umwelt, mit dem Klima?